ziemlich anstrengend ist, hoffe ich, dass ich heute Abend wirklich richtig zuschlage. Mit einem Ziel, endlich abnehmen. Und damit haben sie es geschafft, unseren Top-Punkt 12 Diäten. Auf Platz 5 die App-Diät. Richtig gehört, abnehmen mit einer App auf dem Smartphone, dem Kalorienkalkulator für 5,99 Euro. Mit ihm kontrolliert Studentin Jill 2 Wochen lang, wie viele Kalorien sie zu sich nimmt. Die App errechnet aus Gewicht und Größe ihren persönlichen Kalorienbedarf für den Tag und zeigt ihr eine Liste der Lebensmittel, aus der sie wählen kann. Ihre Mahlzeit tippt Jill einfach in die App, die errechnet, wie viel sie noch essen darf oder schon gegessen hat. Auf jeden Fall habe ich heute zum ersten Mal die Kalorienanzahl überschritten. Und dann ist der Smiley nämlich total unglücklich. Macht sie Sport, zieht die App das ab und Jill kann an diesem Tag mehr essen. Das Ergebnis: nach 2 Wochen statt 76,7 wiegt Jill jetzt 74,7 Kilo. 2 Kilo in 2 Wochen. Ich habe wirklich überhaupt nicht gehungert, konnte essen, was ich wollte, aber musste halt nur darauf achten, dass die Kalorien nicht überschritten werden. Ernährungswissenschaftler Dr. Stefan Lück hat bei dieser Diät jedoch einen Einwand. Im Prinzip achte ich nur auf Kalorien. Und ich kann im Prinzip 2 Hamburger essen, habe dann zwar die Kalorienzufuhr unter meinem normalen Level, aber habe nichts Gesundes gegessen. Auf jeden Fall gesund unser Platz 4, die Glücksdiät. Glücks ist die Abkürzung für glykämischer Index. Er gibt bei jedem Lebensmittel an, wie der Insulinspiegel im Blut nach dem Essen steigt. Insulin ist ein anaboles, aufbauendes, ja fettmachendes Hormon. Das heißt, wird Insulin ausgeschüttet, kann es dazu führen, dass ich dann Hunger bekomme, noch mehr zu mir nehme und dann im Endeffekt auch fettpölsterchen Ansätze. Also nur Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index essen. Eran und Simone probieren das aus. 10 Tage vor allem Gemüse, Obst und Vollkornprodukte. Erlaubt sind außerdem Fisch, Geflügel, Eiweiß und Milchprodukte. Das Fazit der beiden: Simone hat mit der Glücksdiät 3 Kilo und Eran ganze 7 Kilo in 10 Tagen abgenommen. Ganz ohne Hungern. Gutes Essen und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, es geht auf jeden Fall noch weiter mit der Diät. Auf Platz 3 die Schlankwasser-Diät. Das Wichtigste: viel trinken, und zwar dieses Wasser mit Ingwer, Salat, Gurke, Zitrone und Minze. Man trickst sich hier im Endeffekt selber aus, weil man mit Wasser seinen Magen füllt, eine gewisse Sättigung erreicht, und wenn es mit Geschmack ist, kann ich auch noch viel davon trinken. 4 Tage lang trinkt unsere Reporterin das Schlankwasser zu jeder vollen Stunde, sowie vor und nach den Mahlzeiten. Die dürfen am Tag nicht mehr als 1200 Kalorien haben. Das sind 3 Mahlzeiten mit wenig Kohlenhydraten, dafür viel Eiweiß. Die ersten 3 Tage weicht unsere Reporterin von ihrem Ausgangsgewicht von 59,4 Kilo nicht ab. Doch am 4. Tag dann der Durchbruch. Das ist unglaublich. Ich wiege 57,4 Kilo. Das sind 2 Kilo in 4 Tagen. Auf Platz 2 der Top-Diäten die Milchdiät. Vom Speiseplan bei Anja ist das hier ab sofort gestrichen. Kohlenhydrate, also Brot, Nudeln, Kartoffeln oder Süßes. Dafür gibt's reichlich Gemüse und Obst kombiniert mit sattmachenden Milchprodukten wie Käse, Schmand oder Joghurt und mindestens 2 Gläser Milch. Das Kalzium darin soll dafür sorgen, dass der Körper weniger Fett aufnehmen kann. Ja, bei der Milchdiät ist es so, dass in Milch Casein, also Eiweiß, enthalten ist, und das flockt im Magen aus und füllt auch den Magen. Aber besser fettarme Milch trinken, die setzt weniger an als die Vollfette. Insofern hat nichts gefehlt, außer dass man halt bei den Süßigkeiten immer so ein bisschen denkt. Dafür hat Anja in 6 Wochen 7 Kilo abgenommen. Aber es geht noch besser mit der HCG-Diät, unser Platz 1. Sie ist die umstrittenste aller Diäten, aber sehr wirkungsvoll. Los geht diese Diät mit 3 Tagen Schlemmen. Damit heizt Claudia noch mal richtig ihren Stoffwechsel an. Danach darf sie täglich jedoch nur noch 500 Kalorien zu sich nehmen. Funktionieren soll das auch ohne Heißhungerattacken mit dem Schwangerschaftshormon HCG. Ernährungsexperte Dr. Stefan Lück sieht es kritisch. Wir greifen massiv in den Hormonstoffwechsel, überhaupt in den Stoffwechsel ein. Die Frage stellt sich immer, was passiert denn, wenn ich die Medikamente absetze? Und irgendwann muss ich sie absetzen. Von daher kann es zum Beispiel sein, dass ich meinen Stoffwechsel wirklich komplett durcheinander gebracht habe. Diese Diät, wenn, dann also nur unter ärztlicher Aufsicht machen. Bei Claudia hat es funktioniert. Sie hat in nur 4 Wochen 6,5